Hier ist euer Heimspiel aus der Appleboy-Kneipe in Frankfurt-Seckbach aus dem Rad. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir haben so viel zu besprechen. Wir Alter, seit 7 Kitzspielen ungeschlagen. Trotzdem hat man das Gefühl, es läuft noch nicht so richtig rum. Und jetzt kommt die Conference League und Aberdeen. Also, viel zu tun. Ja, und zwar besprechen wir das mit diesen Gästen. Er ist der Zeichner der Eintracht-Comics. Hier ist Michael Apel. Und er war schon häufig bei uns zu Gast, Eintracht-Reporter bei der Frankfurter Allgemeinen. Hier ist Marc Heinrich. Hallo. Guten Abend, grüß dich. Hallo Marc, grüß dich. Eieiei. Haben wir einiges vor, ne? Ja, los geht's. Ich würde mal sagen, wir steigen gleich mal richtig steil ein, ja? Eintracht gegen Bochum, Elfmeterentscheidung, Marmoush hält fest. Wer hätte den Elfmeter gegeben am Samstagabend? Mal Hände hoch. Da hinten irgendjemand? Niemand, also okay, dann. In deinem Rücken auch niemand. Also ich hätte ihn gegeben, aber gut. Nee, warum nicht? Nimm dir gleich mal das Mikro, ja? Also kein Elfmeter. Nein. Also ich hätte das Ding nie gepfiffen und ich hätte auch eurem Verein den Sieg gegönnt. Alles oh, gut. Okay. Oh, also muss man gucken hier, an deinem Logo sieht man. Offenbacher Liebe für die Eintracht. Gebt dem Mann was zu trinken. Also wenn sogar der Offenbacher sagt, es war kein Elfmeter, dann... Ja, es ist, die Frage ist, was ist Elfmeter mittlerweile? Ja, du musst ja auch sagen, die Entscheidung ist ja irgendwo da. Und dann auch gestern, ja, das ist einfach schwierig. Dann, ich glaube, das muss man irgendwie akzeptieren, kann rumhadern, aber ist jetzt so. Scheiße. Du hast die Hand gehoben, du hast gesagt, du hättest ihn gepfiffen. Ich hätte ihn gepfiffen, es gibt die Berechtigung, halten im Strafraum, stoßen im Strafraum, ist Strafstoß. Aber die Situation, Kevin Trapp hat es genau richtig gesagt, wenn du das hast, spielst du künftig an neuen Standorten jedes Wochenende neuen Strafstößen nach Eckstößen durch. Lass uns zurückdenken mit Hinteregger von einem Jahr vor zwei, wie er verteidigt hat. Dann hätte, also... Du kannst es machen. Es gab vor allem auch vor der Saison, es gab die Schiedsrichterbesprechung, da wurden die Spieler, wurden die Trainer sensibilisiert, genau für das Thema, halten im Strafraum. Ja, dann pfeifst aber bitte vom ersten Spieltag an, durchgängig streng und nicht jetzt am vierten Spieltag in Bochum. Und nächste Woche, wenn das Spiel zu Hause gegen Freiburg stattfindet, ist wieder eine ganz andere Messlatte. Ich glaube, es hat auch keiner ein Problem damit zu sagen, wenn der VAR sich nicht einschaltet oder er schaltet sich ein. Nur es muss stringent sein, es muss nachvollziehbar sein. So ist es Willkür. Ist das tatsächlich etwas, was man aber auch gar nicht in den Griff bekommt, weil natürlich jeder Schiedsrichter vielleicht erstmal ein ganz anderes, sensibles Denken in diesem Themenbereich hat und man das gar nicht auf eine Ebene bringen kann, dass die Situation, vielleicht auch die Stimmung im Stadion, der Spielstand, dass das einfach doch wahnsinnig viel Einfluss nimmt. Michael, würdest du dir den Job überhaupt zutrauen? Deswegen war meine Anfangsreaktion auch so verhalten, weil genau das Problem ist. Also es ist irgendwie ein Foul und dann doch keins. Und wie kann man das jetzt steuern, wenn du jetzt nächste Woche sagst, alle Schiris sind auf einer Wellenlänge und gucken genau die Stärke des Stoßes und ab welcher Stoßstärke ist es dann kein Strafstoß mehr oder ist total schwer. Also ich habe da, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe da auch Respekt vor dem Schiedsrichter und sage mir einfach, die Jungs haben eh einen schweren Job und jetzt ist es halt mal so. Also ich meine, wir werden ja wohl als Eintracht auch meistens benachteiligt, komischerweise. Am Ende der Saison sagt man dann, so einige Freistöße und einige Strafstöße sind vielleicht zu viel oder zu wenig gegeben worden. Keine Ahnung, ob es da vielleicht eine Absprache gibt, das wäre eine andere Frage. Aber das ist ja schon wieder grob unterstellt. Ja, aber trotzdem, ist ja, irgendwo ist ja so ein... Es gibt so eine gefühlte Wahrheit. Weil du gerade Wahrheit sagst, es gibt ja diese wahre Tabelle, ne? Also wo tatsächlich dann im Nachhinein nochmal bewertet wird, ob dann wirklich eine Fehlentscheidung vorlag oder nicht. Und da wäre die Eintracht letzte Saison Vierter geworden, mit 7 Punkten mehr auf dem Konto. Ne? Also jetzt muss man auch schauen, wie wahr ist diese Tabelle tatsächlich und alles. 6 Fehlentscheidungen haben die Kollegen da aufgelistet. Das wäre jetzt, ihr sagt die 7. Auf der anderen Seite hatte natürlich der Schiedsrichter auch eine super Sicht. Ne? Er hat das gesehen, es war ein Foul da irgendwie, also es war eine Berührung da. Vielleicht hätte man es gepfiffen, wenn es nicht im Strafraum gewesen wäre. Ist vielleicht also, auch eine schwierige... Der VAR bekommt gesagt oder hat gesagt bekommen, wir legen die Verantwortung mehr in die Stadien hinein. Mhm. Wir sind die beratenden Gremien. Mhm. Der Chef im Ring ist der Schiedsrichter. Er hat zu entscheiden. Und wenn die Kommunikation stattgefunden hat und der Schiedsrichter nach Köln signalisiert hat, ich habe es gesehen, ich bleibe bei meinem Urteil, dann hat der VAR gar keine Möglichkeit. Dann kann er nur sagen, wir sehen es vielleicht anders, gehen nochmal raus in die Review-Arena. Aber eigentlich wird er dann immer dabei beim Schiedsrichter bleiben. Er soll die Hoheit haben. Mhm. Und es ist uns im Endeffekt auch nicht geholfen, wenn der VAR sich einschaltet und es gibt eine Strafraumsituation,
ein hauchdünnes Handspiel, was keiner wahrnimmt, was keine Reaktion hervorzaubert. Und plötzlich sagt der VAR nach der 7. Zeitlupe in Köln in der Super Slow-Mo, da war was, da haben wir was. Dann ist auch keinem geholfen. Mhm. Aber wollen wir mal über ein hauchdünnes Handspiel reden? Ja. Guck mal hier. Ja, ja. Darmstadt gestern. Ja. Es steht 3-0 für Darmstadt. Die haben die Gladbacher hergespielt. Und dann gibt es dieses Handspiel im Strafraum. Ja. Er berührt den Ball leicht mit der Hand. Es gibt Strafstoß und rote Karte wegen Verhinderung einer klaren Torchance. Danach kippt das Spiel komplett. 3-3 der Endstand. Und Rüdiger Fritsch, der Lilienpräsident, der hatte danach bei uns am Mikrofon ordentlich Puls. Wir haben uns das jetzt mehrere Male auf dem Bildschirm angeguckt, in Slow Motion. Also auch der Schiedsrichter hat es jetzt offensichtlich angeguckt. Der VAR hat ihn ja rausgeholt. Der Ball wäre, wenn unser Spieler den Ball mit der Hand mitgenommen hätte, rein physikalisch muss der ja dann, weiß ich nicht, 30 cm, 1 Meter, 2 Meter nach vorne gehen. Angucken, der Ball fällt senkrecht nach unten. Ein bisschen Physik, ja, ein bisschen Physik, da brauchen wir überhaupt keine Physik für. Der Ball fällt senkrecht nach unten, das heißt, unser Spieler hat den Ball nicht berührt. So, und jetzt sind wir, und das ist, und in Leverkusen hauen sich zwei halb tot von uns. Ja, da wird weitergespielt und heute habe ich, und die letzten Male habe ich 15-10 gesehen, wo lächerliche Duelle mit dem Kopf waren, wo man schon sieht, dass da nicht viel ist, da wird alles sofort abgepfiffen. Tut mir leid, ich mache jetzt die Underdog-Nummer. Ich finde es keine Lobby, tut mir leid, sorry. Also so habe ich ihn selten erlebt, muss ich zugeben. Und ich glaube, er hat sich da noch ein bisschen auf die Zunge gebissen, habe ich das Gefühl. Verständlich, direkt nach Abpfiff. Tabellensituation geschuldet, Spielverlauf, mit einer gewissen Berechtigung auch jetzt in der Argumentation so drin. In einer Woche gibt es eine andere Entscheidung in die andere Richtung mit ein bisschen Glück für Darmstadt 98 und dann schleicht er sich durch die Mixzone und bleibt nicht stehen. Also ja, mag sein. Um das vielleicht noch kurz abzubinden, kurz vor Aufzeichnung dieser Sendung ist die Strafe für Maglica bekannt gegeben worden. Er bekommt nur ein Spiel Sperre und zwar, weil das DFB-Sportgericht sagt, die Offensichtlichkeit einer klaren Torchance für den Gladbacher ist nicht gegeben. Nutzt natürlich jetzt im Nachhinein nichts, ne? Also man hätte auch gelb geben können anscheinend, sagt jetzt selbst das Sportgericht. Jetzt hast du trotzdem den Punkt verloren. Also ganz komisch, ja. Also ich verstehe, ich will nur ein bisschen jetzt, ich will da nicht ablenken von jetzt, aber ich habe das Spiel dann gesehen, auch die zweite Halbzeit komplett, und habe mich gewundert, dass dann, der Elfer wurde ja verschossen, das darf man nicht vergessen, übrigens bei der Gelegenheit, man hat 3-0 geführt. Und er regt sich jetzt unheimlich auf, verstehe ich, aber irgendwo kann man auch 3-0 Führung, ja, muss man auch mal irgendwie verteidigen, auch mit 10 Mann. Gell? Hat also der Trainer ja auch gesagt. Ich würde sagen, das ist jetzt so. Und das ist nicht, weil ich jetzt ein Darmstadt-Bashing, ich habe durchaus Sympathien für Darmstadt 98. Und ich finde nur, das wird dann immer auch manchmal gern abgelenkt so ein bisschen. Mhm. Also von dem eigentlichen Problem. Also wie kann das dann sein, dass man dann zusammenbricht, obwohl der Elfer verschossen wurde? Das so, habe ich mich gestern gefragt. Trotzdem haben wir uns heute mal überlegt, sollte man vielleicht auch als Schiedsrichter mehr Fingerspitzengefühl als Regelwerk zeigen? Also ich bin mir sicher, so ein Strafstoß, wie es jetzt in Bochum gegeben hat, oder Dennis Aitekin hätte anders reagiert. Wir haben heute Morgen bei uns in der FAZ, in der Sportredaktion, auch kurz drüber gesprochen. Es gibt ja kein Wochenende, an dem nicht so eine VAR-Diskussion aufkommt. Das ist ja ein Thema, das uns seit 5 Jahren begleitet. Jedes Wochenende der Nachbetrachtung, 17, 18, wurde es eingeführt mit hohen Erwartungen. Es hieß von Helmut Krug, der das Projekt damals geleitet hat, wir sorgen für eine neue Gerechtigkeit, sekundenschnelle Entscheidungen. Also die Erwartungen waren ja so hoch und nichts davon ist eingetreten. Aber ist das wirklich eine VAR-Diskussion jetzt von diesem Wochenende oder ist es nicht eher eine Diskussion, was macht der Schiedsrichter auf dem Platz und hat er das nötige Verständnis für das Spiel? Weil in Darmstadt war es so, mit dieser Doppelbestrafung hast du eine Mannschaft aus dem Spiel genommen. Stimmt, es gibt durchaus berechtigte Stimmen. Also Manuel Gräf ist ja einer, der sich im Frühjahr hingestellt hat und hat den deutschen Schiedsrichterwesen. Er steht natürlich im Streit mit dem deutschen Fußballbund. Er hat die Qualität abgesprochen. Er hat gesagt, es ist auch eine Qualitätsfrage. Derjenigen, die Spiele pfeifen, hat er sich viel Kritik für anhören müssen, aber er hat zu seinem Urteil gestanden, hat es nicht revidiert. Was ich dann noch sagen wollte, ich habe dann heute Morgen mit ein, zwei Kollegen gesprochen, die auch den nordamerikanischen Sport im Blick haben. Und dann kam auch mal so eine Idee auf, warum gibt es eigentlich, oder kann man es nicht mal als Projekt versuchen, so eine Coaches Challenge, so wie jetzt gestern in Darmstadt, in der NFL, nimmt der Schiedsrichter, geht der
Trainer Thorsten Lieberknecht nimmt eine rote Fahne in der Hand, eine rote Karte, legt die auf den Tisch und sagt, die Szene hätte ich gerne überprüft. Er hat in jeder Halbzeit hat er eine Möglichkeit. Er kann das in der ersten und in der zweiten Halbzeit machen. Liegt er in der ersten falsch, hat er seine Karte gezogen und die wird einkassiert, verfällt die in der zweiten. So, liegt er mit beiden richtig, kriegt er sogar noch eine dritte als Bonus hinzu. So machen es die Nordamerikaner. Ob das für eine andere Fairness sorgt, aber ich finde, wir sind an einem Punkt angelangt, es so weiterzulaufen zu lassen. Es gibt ja berechtigte Untersuchungen von der Sporthochschule Köln, die sich mal alle Entscheidungen angeguckt haben. Und nur 20% der Betroffenen sind unzufrieden mit denen. Spieler, Schiedsrichter, Akteure im Stadion, die daran direkt beteiligt sind. Aber gefühlt hat doch jeder, ich glaube, du hast, oder da hinten kam eben das Wort wir, du hast es gewählt. Jeder hat doch das Gefühl, sein Verein wird extremst benachteiligt. Und da ist so ein Punkt, wo auch der DFB, glaube ich, jetzt auch langsam mal handeln muss, weil so macht es dann auch keinen Spaß mehr. Wir werden uns dem Thema auf jeden Fall nochmal intensiv widmen. Lutz Wagner hat uns schon gesagt, er kommt gerne mal hierher. Und da bin ich gespannt. Er ist ja derjenige, der auch die Schiedsrichter schult. Und ich glaube, das wird nochmal eine sehr, sehr spannende Innensicht, wenngleich diese Dokumentation in der ARD unparteiisch ja schon auch zeigt, du hast es ja eben gesagt, was da alles auf die Schiris einprasselt. Ne? Ja. Allein aus Köln, wie viele Informationen, ist ja schon auch eine extreme Herausforderung. Wie würdest du trotzdem so einen Schiedsrichterentscheid zeichnen, wenn du ihn könntest, jetzt den in Bochum? Ach, den in Bochum, ich weiß nicht, so der, ich kann es ja mal gleich versuchen. Aber der viele Grautöne. Nein, also ich stelle mir so vor, so der einsamste Mann auf dem Platz, ja, der Schiri tatsächlich so in der Mitte und alles stürmt so auf ihn ein und die ganzen Lautsprecher, alles drum und dran. Also ich kann es ja mal mit ein paar Strichen versuchen, gleich während ihr weiterredet. Also mal schauen. Ja, das ist ein Angebot. Ja, das können wir ja gleich mal überprüfen, weil jetzt kommt tatsächlich auch ein Beitrag über dich. Der Kollege Daniel Hör hat mal ein kleines Porträt anfertigen lassen. Wir kennen ja alle deine Comics, ne? Vor Eintracht-Spieltagen im WhatsApp-Status ist alles voll mit den Comics, die du zeichnest, und Daniel Hör hat noch mal ein bisschen zusammengefasst, was Michael Apitz so macht. Er ist ein Künstler, stellt seine Bilder aus, bringt Ampeln auf Vordermann und malt Adler-Cartoons. Viele Adler-Cartoons von Legenden, historischen Momenten und solchen, die er sich erträumt. Ich würde die Eintracht schon lieber auf Platz 4 sehen oder auf Platz 3 in der Tabelle. Dass wir gegen Bayern so auf Augenhöhe kommen. Aber das man kann sich nicht auch so. Ein Schuss Humor immer dabei. Über Daichi Kamada sagte Michael Apitz einst bei uns: Ich habe mir auch geschworen, ich zeichne ihn erst, wenn er mal ein Tor schießt. Der arme Daichi. In der Zwischenzeit hat er aber geliefert. Apitz ist Adlerzeichner und Adlerträger durch und durch. Ein echter Fan, charakterisiert von Badesalz-Kabarettist Henny Nachtsheim. Er ist der Hysterische, er ist ein totaler Flenner. Oben, er fängt schon kurz vor halb, ist das Spiel schon 8-0 verloren. Er passt einfach zu Diva am Main. Seit 2007 illustriert er die Stadionzeitung. Der ein oder andere Spieler war damit nicht immer ganz zufrieden. Einen Namen, den ich jetzt nicht nennen möchte. Ach, schade. Der hat sich zum Beispiel über den Pressesprecher Carsten Knob bei mir beschwert, dass er wirklich blöd aussehen würde und er möchte, dass ich ihn verbessere. Und da dachte ich, ich kann nichts dafür, dass er blöd aussieht, habe ich dann gesagt. Nur zu gerne wüssten wir, wer das war. Ja, Michael. Großartig. Ich habe drei Sachen eben mitgeschrieben. Erstens, wer war's? Darf ich jetzt vor laufender Kamera nicht sagen, weil der spielt wieder bei uns mittlerweile. Ah, okay, gut. Ist blond, war mal kurz weg. Und, okay, gut, dann spielt im defensiven Mittelfeld wahrscheinlich. Wenn er spielt, ja. Alles klar. War nur einmal in der Startaufstellung in dieser Saison. Jetzt reicht's aber. Ja. Dann habe ich noch Kamada, da hast du eben entschuldigend die Hände gehoben. Ja, die habe ich gezeichnet mittlerweile. Ja, der hat ein Tor geschossen danach, aber am Anfang war es doch so, das war eine ältere Sendung, und da war es noch so, der war so ein Megatalent und irgendwie hatte schönen Hüftschwung und alles so elegant. Und ich habe mir gedacht, ja, super elegant, wieder ein Ball verloren, umgefallen, angehaucht worden. Das war der Anfangsgefühl war, der Daichi Kamada ist so eine Versprechung, ist ein Versprechen. Also da muss irgendwas passieren und dann hat es wirklich gefunzen. Der hat wirklich geilen Fußball gespielt, phasenweise, fand ich jetzt so als Fan gesprochen immer, ja. Also klingt so arrogant. Aber ganz große Spiele, aber eben auch diese verhauchten Spiele, wo man das Gefühl hat, war er überhaupt auf dem Platz, ja. Also das, ist immer so gemein, ich bin da, aber es ist genau meine Fan-Wahrnehmung, wenn ich dann sitze und mich aufrege, dann denke ich immer, Mensch, Kamada, geh doch mal dann ran oder den Ball hättest du mal behaupten können. Und deswegen dieser Kamada-Bashing, was
schon älter war. Und du bist ein Flenner, hat Henny Nachtsheim gesagt. Der Henny hat Henny erzählt doch Blödsinn. Du hast seinen Job. Genau. Nein, also er sagt, was stimmt, ist tatsächlich, dass er relativ ruhig wird beim Fußballspiel. Wir haben ein paar zusammen geguckt im Stadion. Er wird ziemlich ruhig, kaut eher so Fingernägel und macht und ich reg mich total auf. Also ich fange dann an, mich aufzuregen, das wird sowieso nichts heute. Alles, das, guck, da machen sie Scheiße. Und dann wird es besser und dann freue ich mich und er freut sich irgendwann auch, logischerweise. Wir haben zusammen auch noch kein Spiel verloren. Wenn wir zusammen geguckt haben, doch, zusammen haben wir immer gewonnen im Stadion, das war aber erst viermal. Ach so, okay. weil der Henny oft nicht da ist, ich bin ja fast alles dabei, ja. Und der Henny oft nicht kann und keine Zeit hat und Auftritte hat, aber wir haben eigentlich die Verpflichtung, wir müssten eigentlich immer zusammen gucken. Das wäre zumindest das gute Omen dann. Ja. Ne? Weil jetzt ja hier du schon angefangen hast, mit dieser Szene aus Bochum ein bisschen zu malen, wollen wir auch allen hier im Raum mal die Möglichkeit geben, auch ihre künstlerischen Fertigkeiten zum Besten zu geben. Uiuiui. Wir machen es einfach für euch. Ihr müsst nur in Anführungszeichen das Wappen von Eintracht Frankfurt zeichnen. Du, Offenbacher, vielleicht dann... Nein, nicht. Mach du doch das OFC-Wappen, ja? Und dann schauen wir mal. Ihr habt bis zum Ende der Sendung Zeit, also noch eine knappe halbe Stunde. Ihr könnt auch gerne 2, 3 Versuche starten und dann wollen wir mal schauen, was am Ende bei rauskommt. Ja, das gucken wir uns gleich in Ruhe an, Michi. So, jetzt haben wir aber ja schon ein bisschen über dieses Spiel in Bochum gesprochen, mehr über diese Elfmeterszene, aber wir müssen ja das ganze Spiel nochmal betrachten. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Ihr zwei dürft euch hier diese Pappen nehmen. Wie war der Auftritt in Bochum von Eintracht Frankfurt? Gibt's nein, einfach nur Zeichen. Erstmal nur grün. Nein, jetzt nicht mit so. Grau oder sowas. Halten jetzt und erklären? Halten. Erstmal nur halten. Oh. Also, ich sag mal... Du zuerst. Also, die B-Note hat gestimmt. Sie war kämpferisch, war das in Ordnung. Es war viel Einsatz, es war sehr viel Aufwand für vergleichsweise wenig Ertrag. Über den Strafstoß haben wir eben schon gesprochen. Wenn du mit etwas mehr Glück gehst du mit einem knappen Sieg dort raus, hattest aber auch gleichzeitig wieder Szenen, wo du trotz dieser funktionierenden Abwehr einen Kevin Trapp gebraucht hast, der in zwei Situationen gezeigt hat, dass er seit Saisonbeginn zu 100% da ist. Also und in Summe eher Daumen runter. Ihr tut euch echt schwer, gell? Nee, ja. Da kommt dann auch eine fiese Frage. Wir müssen ja drüber reden. Okay, und die ganze Saison bisher? Die ersten 7 Pflichtspiele, wenn man den Pokal und... Genauso. So eine wackelige grüne Karte. Ich finde, sie sind ungeschlagen. Ja. Dino Toppmöller hat es jetzt wirklich nicht ganz einfach. Und ich glaube, jetzt waren 8 neue, die er eingesetzt hat in Bochum. Und dass der Kolomoani-Abgang, der schmerzt ihn dermaßen. Er hat vorne kaum Optionen. Er kann nichts nachlegen, wenn er in der 45. schon reagiert. Jetzt, wenn er in Gang kam, nicht funktioniert hat. Also... Es wird ein richtig langes Stück bis zur Winterpause. Ja, und dann, ich habe ja hier schon die ein oder andere Grafik oder gesehen. Und da sind diese 95 Millionen eingezeichnet, die der Deal eingebracht hat. Ja, komm, die zeigen wir doch mal. Damit kannst du dann was machen in der Winterpause. Da kannst du etwas mitmachen. Aber zeig erstmal hier rüber, die Kamera kommt ja gleich. Aber die ganze... Wir schauen sie vorne rein, Michael. Ja, genau, super, dann geht's ja. Die ganze Fußballwelt weiß natürlich, dass dein Geldbeutel gut gefüllt ist. Und ich könnte mir so vorstellen, egal wo Markus Krösche schon angerufen hat oder in den nächsten Wochen anrufen wird, um sich zu erkundigen, ob er den Stürmer 3 oder 4 vielleicht in der Winterpause ausleihen kann. Also da werden richtige Summen aufgerufen. Und jetzt hier in die Runde gefragt, welcher Wintertransfer hat auf Anhieb so funktioniert, dass du gesagt hast, ja, der schlägt ein. Jeder braucht Zeit und also das ist eine richtige Wabon, das ist ein ganz schmaler Grat, auf dem die Eintracht da unterwegs ist und deswegen habe ich mir eben so schwer getan, wenn du das Auftaktprogramm dir anguckst, du bist zwar ungeschlagen, hast aber gegen die 3 momentan Tabellenletzten Mainz, Köln, Darmstadt hast du gewonnen, Bochum jetzt ein Unentschieden, du hast noch keinen Sieg, also richtige Nummern. Ja. Hausnummern kommen ja noch. Und die 4 haben auch alle noch kein einziges Mal gewonnen. Ne? Also auch das. Und wir spielen aber immer gut gegen die Guten. Die harten Brocken kommen noch, haben wir auch. Ne? Ja. Den Spruch jetzt, dass wir immer verloren haben gegen die, oder nicht gut gespielt haben gegen die Schlechteren, der gibt es schon seit Jahrzehnten jetzt immer. Der hat ein großes Drama. Und ich erinnere mich jetzt an ich will keinen Namen nennen, bei dem Sportreporter, der im Vor-Barcelona-Spiel damals zu mir sagte, beim Heimspiel, habe ich einen getroffen und er sagte zu mir, Michael, keine Chance, wir kriegen dermaßen heute wir werden einfach vom Platz gefegt, keine Chance, Barcelona ist 3 Nummern zu groß, gar nichts. Und es kam ganz anders. Also ich bin da weniger skeptisch, ich finde auch die Leistung im Moment, die Mannschaftsleistung eigentlich ziemlich gut, die haben auch Bock, habe ich das Gefühl. Vorne stimmt's halt, ja, danke, ich finde vorne
tatsächlich fehlt vielleicht noch der Knipser. Oder war es der Kolomoani zuletzt? Auch nicht, witzigerweise. Ja. Denn die letzten Spiele waren ja auch irgendwie bocklos und so ein bisschen halbherzig. Aber das macht ja, Kolo ist ja nur der eine. Entschuldigung, wenn ich da reingehe. Also, wenn ich sehe, mit wem Mario Götze letzte Saison in der Hinserie gespielt hat vorne. Er hat einen Lindström an der Seite gehabt. Er konnte Kamada einsetzen. Mhm. Er wurde abgesichert von So mit einem hohen Ballverständnis. Also dieser Esprit, dieser Offensivzauber. Da ist jetzt gerade viel Willen da, dass Ebimbe auch wieder das Tor gemacht hat. Ist ein Kämpfer. Ich glaube, dem kann man nichts vorwerfen. Er rackert gerade nach Kräften. Aber es ist wenig Esprit und ich bin nicht begeistert von dem Fußball, den die Eintracht gerade. Er ist rechtschaffend. Ich glaube, Markus Krösche hat gesagt, der Start ist in Ordnung. Sowas hätte man in der Schule dafür früher gehabt. Genau. drei Minus oder so. Oder vier Plus. Also, man wird versetzt und bleibt nicht sitzen. So ganz so schlimm würde ich es jetzt nicht sehen. Es sind doch schon. Die Defensive funktioniert. Kevin Trapp ist da. Beste Defensive der Liga. Mhm. Und wir haben eben über die Strafstöße. Also für die macht echt Spaß. Also wir haben über die Strafstöße gesprochen. Ja. Entschuldigung. Ja. Es waren zwei Elfmeter dabei. In Mainz der Torwartfehler. Ja, dann hast du die drei Gegentore. Aber irgendwie, weil du auch den Saisonstart angesprochen hast, hast eine Note vergeben. Ne? Irgendwie, wenn man mal genau nachdenkt, ist es so same procedure as every year. Ja, weil genau. Es ist irgendwie immer so, die Eintracht, der Saisonstart jetzt, ist der zweitbeste in den letzten 7 Jahren. Ja, aber das kann doch auch keinen wundern. Wir können bis 16 zurückgehen. 16 auf 17 kam der Umbruch, fast abgestiegen in Nürnberg. Du hast dich neu erfunden. Bobics Resterampe, der diese ganzen Leihgeschäfte gemacht hat damals. Du musstest dich danach, dann hattest du, Kovac hat den Club konsolidiert. Du hast die Büffelherde gehabt unter Adi Hütter. Dann ist Hütter gegangen, dann kam Glasner. Du hast jedes Mal gedacht, im Sommer bricht was zusammen. Freddy Bobic hat sich verabschiedet. Jetzt kommt ein neuer Trainer, plus der Topscorer geht. Plus die Scoring Points von Kamada und Lindström fehlen. Also es kann ja auch in diesen 3, 4, 5 Wochen, die man dann in Windisch-Garsten oder in Südtirol hat, zum Vorbereitungscamp, das kann ja auch gar nicht auf Anhieb so funktionieren. Aber wann muss es klappen? Also wann würdest du sagen, wann ist der Punkt, wo du sagst, jetzt sollte eigentlich eine Mannschaft stehen. Naja, jeder Politiker bekommt 100 Tage. So sagt man immer. Nach 100 Tagen wird es 100 Spiele. 100 Spiele nicht, aber jetzt sind sie knapp 70 Tage seit der 100 Spiele. Mal gucken, ob der Dino Topmöller das hinbekommt. Es muss jetzt, also ich glaube, wir werden auch über die Conference League nachher noch sprechen. Ja. Du brauchst jetzt schon einen überzeugenden Auftritt gegen Aberdeen. So. Also wir haben das heute mal so getauft, weil ja auch eins feststeht, wenn wir schon bei diesen Statistiken sind, dass die Eintracht eine der jüngsten Mannschaften überhaupt vom Kader her in der Liga hat. Und wir haben gesagt, die Jugend muss schneller forschen jetzt. Die müssen jetzt schon auch gucken, dass sie da relativ schnell für sich einen Plan und eine Mischung finden, in der sie auch dann erfolgreich sind. Siehst du das auch so? Also ich glaube, wir haben, was mich immer so ein bisschen nervt, jedes Jahr eigentlich bei der Berichterstattung oder bei den Nachberichterstattungen, ist immer dieser Spruch, wir haben uns noch nicht ganz gefunden. Mhm. Das dauert halt immer so ein paar Spiele. Und jetzt, jetzt haben sie sich schon ein bisschen besser gefunden. Jetzt ist Gott sei Dank wieder eine Spielpause, weil dann irgendeine Länderspielpause ist. Und alle wieder weg sind. Ja, dann sagen danach, jetzt war die Länderspielpause, wir müssen uns erst wieder finden. Dann sind sie irgendwann einigermaßen eingespielt, aber alle müde. Also dann wird es Zeit, dass lang die Winterpause mal langsam kommt und so weiter. Und das wird immer dasselbe Ablauf. Und ich finde das manchmal so ausredenartig. Und ich war nur Kicker und kein guter Fußballer, aber ich habe auch selber auf dem Platz schon gestartet. Und ich finde manchmal, wenn du auf so einem Platz stehst, willst du gewinnen. Also normalerweise, wenn du Fußball spielst, du rennst, du machst, du tust. Und ich finde manchmal, die Fußballer müssen einfach mal gucken, dass sie ihren Job machen. Und nicht immer diese Ausreden, noch haben wir uns nicht und noch stimmen die Abläufe nicht. Also ich finde das manchmal ein bisschen ausredenartig für eine Leistungsschwäche der Einzelnen. Oder das Kollektiv natürlich auch. Aber für mich ist das manchmal wie so eine, mittlerweile so ein geflügeltes Wort, uns fehlt noch ein bisschen was, dann haben wir es geschafft, dann sind wir auf einem knappen Bayern-Niveau. Ja, das dauert noch 2 Spiele jetzt. Ist irgendwie, ich glaube nicht dran. Also ich glaube, das muss Euphorie, auf den Platz gehen, gewinnen, man ist gut drauf, nächstes Spiel gewinnt man auch, dann verliert man wieder eins. Und das macht Dino Topmöller ja auch geschickt. Ne? Also er ist ja wirklich bedacht, die Erwartungen nicht zu hoch wachsen zu lassen. Ne? Hat von dem Ergebnis, hat gesagt, wir machen ein Entwicklungsjahr, wir machen kein Ergebnisjahr. Hat er gesagt, für Europa schminkt er sich sogar erstmal ab. Also mindestens bis zur Winterpause. So, ja, oder? Und das ist ja auch, also ist ja smart. Also er kann das ja auch einschätzen und er weiß ja auch, jetzt hat er mit Nkunku probiert, dann hat er Chaibi reingebracht. Die sind ja auch ganz offensichtlich noch nicht so weit. Die waren in den Clubs, die beiden kennen ja auch so die Liga noch nicht, die Bundesliga. Also ich glaube, man braucht einen langen Atem als Eintracht, oder es kann nicht schaden, sagen wir mal so. Es kann nicht schaden, wenn man in dem Jahr ein bisschen
Aber es ist natürlich schwierig, wenn man am Ende einer Woche oder kurz vor dem Spiel in Bochum veröffentlicht man Geschäftszahlen, die unfassbar gut sind, ja, für Eintracht Frankfurt. Mhm. Ausgesprochen gut sind. Der Geldbeutel ist voll, der Umsatz stimmt, das Merchandising geht durch die Decke, das Stadion ist ausverkauft, es ist in deinem eigenen Besitz. Du hast einen Campus gebaut, der in Deutschland Maßstäbe setzt. Und gleichzeitig sollst du aber jetzt erstmals, nach wirklich 5 hochfliegenden Jahren, sollst du jetzt erstmal so einen Schritt zurückgehen. Also wir können ja mal hier in die Gruppe reinschauen, in die Fans. Ich glaube, alle wollen ja, dass es immer Step by Step by Step nach oben geht. Und vielleicht braucht es dann auch mal ein bisschen durchschnaufen auf einem Hochplateau, um dann wieder den Gipfel, den nächsten Gipfel ins Visier zu nehmen. Wobei es ja nicht so ist, also die Spieler sind zwar sehr jung, aber sie sind auch teuer gewesen. Also ne, ist ja nicht so, dass da jetzt einer aus der eigenen Jugend hochkäme, wo man sagt, dem geben wir noch ein bisschen, sondern die haben auch 5, 6 bis 10 Millionen gekostet. Ja. Ich will mal unsere Taktiktafel reinholen, damit wir uns das mal ein bisschen zusammenpuzzeln können, was ihr so glaubt, was denn jetzt die richtige Formation ist. Zum Beispiel am Donnerstagabend. Also das war jetzt die Startformation am Samstag in Bochum. Also ich fange mal mit dem Einfachsten an. Ja. Das würde ich auf jeden Fall so lassen. Ich find das die funktioniert. Drei, ja. Ich finde die klasse. Also das sieht irgendwie gut aus. Und in der Mitte auch vor allen Dingen der Robin Koch, der räumt da alles weg. Im Kopfball mäßig auch alles weg. Der ist immer da im Moment. Also mir gefällt das saugut. Da würde ich jetzt persönlich nichts dran ändern. Ihn auch nicht. Ist okay. Also ab hier bis dahin alles erstmal. Aber hier jetzt seid ihr dran. Dann würde ich die Lanze brechen für Ansgar Knauf. Ich finde, der hat gezeigt, der kann ja beide Flügel. Und wenn ich ist jetzt der Chandler hier reingerutscht. Ja. Oh, der lag gar keine Abwehr. Der hing unter Knauf. Der wollte den Kunku rauskicken. Das wäre ein Move. Das wäre ein Move. Timothy Chandler. Aber es zeigt uns, er ist noch da. Ja, genau. Aber wo war Knauf eigentlich? Also der war ja gar nicht mit im Kader in Bochum und stattdessen war der dritte Torwart drin, Marc. Das ist jetzt ja auch. Ja, aber Buta scheint momentan. Ich hätte auch vielleicht den Kunku noch mal rausgelassen. Und ich glaube, ein Gangkamp ist auch noch nicht so weit, dass er jetzt beginnt. Aber was ist mit Knauf? Den kannst du da mal. Also aber wo, warum war der nicht dabei in Bochum? Kann ich nicht sagen. Weißt du es näher? Nö, das kann ja nur Qualitätsgründe haben, oder? Ja, er hat in der U21 gespielt. Ja, die 46 Minuten, 55 Minuten. Vielleicht also angeschlagen, Verletzungsgründe. Ich weiß nicht, wie es der Trainer begründet hat. Ich war selbst nicht mit in Bochum, kann ich dir nicht sagen. Ich habe da das Kamada-Problem wieder. Also ich Knauf, guter Tag, genial, schlechter Tag, läuft nichts. Ja, also das ist zumindest mein Gefühl. Wenn er von daher, ich hätte jetzt nicht automatisch gesagt, der gehört da ganz wichtig rein. Und ja, Buda im Moment klappt auch nicht so, ich gebe es zu, aber ja, doch Chandler. Sehr schön, ja. Okay, lasst uns nochmal nach vorne gucken. Ich hab's gesagt, ja. Lass uns nochmal nach vorne gucken. Gangkamp, Marc, hast du schon gesagt, wäre jetzt nicht deine. Würde ich von der Bank bringen und hätte mit Mamouche. Hat ja gut geklappt von der Bank. Würde ich mit Mamouche versuchen. Er hat ja nicht viele Möglichkeiten. So. Fünfter von links. Da. Okay. Wäre das dann die Aufstellung? In Bimbe ein bisschen zentraler einfach, ja. Macht schon Sinn, ne? Das sagen ja alle, dass er da wirklich am besten aufgehoben ist. Er hat auch seine Geschwindigkeit, wo er jetzt gestanden hat. Ja. Er hatte den Abpraller aufgenommen, zentral am 16-Meter-Raum. Also viele Optionen wirst du da vorne nicht haben. Wir können so lange da oben drauf gucken, wie wir wollen. Also, naja gut, du hättest natürlich noch einen Heuge, der auf einmal wieder weg ist. Ja, du hättest Shaibi, du hättest Aronson. Also es ist schon viel da. Mhm. Nur ob es deutlich besser ist als das, was da klebt. Das ist ja die Frage. Ne? Also ich wollte auch da nochmal ein Lanze brechen für die nächsten beiden. Also der Schiri gefällt mir bis jetzt gut, aber es ist noch nichts passiert, wo ich sagen würde, wow, jetzt haben wir aber einen hier. Aber es ist klasse. Seriös. Und, aber ihn finde ich ganz große Klasse und da habe ich mal die Erwartung, dass der noch richtig, richtig gut wird. Einfach, dass mein Gefühl von seiner Bewegung, Übersicht, manchmal so ein kleines Touchy noch drin, wo er vielleicht so letztes Mal einen Ball verloren hat. Aber so, da wäre ich echt enttäuscht, wenn der es nicht funzen würde irgendwie in nächster Zeit. Aber man kann sich auch täuschen bei sowas. Und vorne jetzt kommt mein größter Problembereich. Habt ihr auch jetzt oben Götze noch gar nichts zu gesagt? Der ist natürlich irgendwie gesetzt immer, ja? Jetzt wieder ausgewechselt worden. Und wenn ich meine Frau und mich jetzt mal sehe, am TV haben wir es verfolgt, dass wir dann sagen, ist auch gut, dass er mal ausgewechselt wird. Das ist natürlich schon krass. Weil ist nicht mal auf dem Niveau von letzter Saison, ne? Genau, und das schon länger. Und meine Frau hat auch ganz schön gesagt, die Nationalmannschaft hat ihn kaputt gemacht damals, als er mitgenommen wurde da runter in die Wüste. Als er zurückkam, war er nicht mehr der gleiche. Was da passiert ist, keine Ahnung.
Aber irgendwas muss passiert sein. Was denkst du, wenn du auch jetzt direkt an der Mannschaft so dran bist, über die Tatsache, dass noch keine einzige Startformation der vorherigen geähnelt hat, also geähnelt schon, aber entsprochen hat, und insgesamt 24 Spieler schon eingesetzt wurden, das ist Höchstwert in der Liga. Ist das ein Zeichen für, die sind alle auf einem Niveau und wir können im Prinzip spielen lassen, wen wir möchten, um unser System? Oder ist das eher so ein bisschen, ich weiß noch gar nicht, mit wem ich was soll? Versuch und Irrtum, ne? Also er ist ja immer noch, er ist ja noch in der Phase der Saison, wo er auch, jetzt hatten wir gerade die Länderspielpause schon angesprochen, wo er gar nicht die Möglichkeit gehabt hat, so zu testen und so auszuprobieren, wie er das gerne gewollt hätte. Also da sind noch keine Automatismen da. In der Defensive funktioniert, oder hat es funktioniert gegen Gegner, die nicht überragend gut vorne besetzt waren. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie es wird. Jetzt haben wir Freiburg als nächstes, dann kommt Wolfsburg. Eberdin, glaube ich, wird auch nicht der große Prüfstein. Also der Herbst hält noch andere Spiele für die Defensive bereit. Da hätte es auch nicht geschadet, wenn du aus diesem Auftaktprogramm, deswegen habe ich vorhin auch mit dem Kärtchen hier so ein bisschen gewackelt, das ist okay, aber 6 Punkte, ein bisschen mehr Speck kannst du gebrauchen, hättest du gebrauchen können, um in den Herbst. Speziell gegen diese Gegner, ne? So. Muss man schon sagen. Ja, muss man. Ja, ja. Genau. So, und jetzt hast du ja schon Aberdeen angesprochen und das ist das nächste Spiel am Donnerstag 18:45 hier im Waldstadion. Ja, und ich glaube, die meisten wissen gar nicht so genau, was mit Aberdeen eigentlich so alles in der Vergangenheit passiert ist und woher dieser Verein kommt. Im Übrigen, morgen vor genau 44 Jahren hat die Eintracht im UEFA Cup gegen Aberdeen gespielt. Das Ergebnis kennen wir. 1980 entsprang daraus dann der UEFA-Cup-Sieg. Aberdeen, Daniel Höhr stellt uns diese Mannschaft vor. Der FC Aberdeen, erster Gruppengegner der Eintracht in der Conference League. Ein Club mit Geschichte. Gegründet 1903 in der ersten schottischen Liga seit 1905, durchgängig ohne Abstieg. Ein echter Dino. Grüße nach Hamburg. Und apropos Hamburg, 1983 gewinnt Aberdeen den Europapokal der Pokalsieger im Finale gegen Real Madrid. Der HSV gewinnt den Europapokal der Landesmeister. Dinos unter sich im Supercup, den Aberdeen gegen Hamburg für sich entscheidet. Das war übrigens der letzte internationale Titel einer schottischen Mannschaft, auch weil es für die Rangers aus bekannten Gründen 2022 nicht geklappt hat. Trainer in der erfolgreichen Zeit, die Legende Sir Alex Ferguson, Titel auf Lock. 3 Meisterschaften, 4 schottische FA Cups, der angesprochene Europapokal. In Aberdeen wurde er geformt, bevor er sich in Manchester unsterblich machte. Am Donnerstag weht ein Hauch Europapokal-Historie durchs Waldstadion, auch wenn die großen Tage der schottischen Gäste schon etwas zurückliegen. Das hat Daniel Höhr nett gesagt, mit liegen schon ein bisschen zurück. Ich habe mich übers Wochenende ein bisschen mit Aberdeen beschäftigt und habe festgestellt, die sind wirklich schlecht. Ich muss es so deutlich sagen. Sind Vorletzter, glaube ich. Tabellenvorletzter, okay. Ja. Haben 0-2 verloren gegen Hearts of Midlothian am Wochenende. Die Fans haben die eigene Mannschaft ausgebuht und dem Gegner applaudiert. Okay. Und der Trainer hat gesagt, das ist total okay. Also da ist nicht viel, was da zusammenläuft. Die Hälfte des Kaders ist auch neu. Marc, du hast schon angedeutet, das wird eigentlich für die Eintracht ein Testspiel. Ja. Ein weiteres. Ja. Kann man nicht anders sagen. Ja, aber war das mit Bochum nicht genauso? Ja, so, da sind wir genau in dem Punkt. Aber erzähl oder das mal. Haben wir vorher? Ja? Also ich, das ist da musst du gewinnen, um die Gruppe dann mit 3 Punkten so von Anfang an anzuführen, dass du deinem Ziel nahe kommst im Winter, eine Runde weiterzukommen und dann zu hoffen, in der Conference League das fortzuführen, was du in der Europa League angedeutet hast und was in der Champions League ja zumindest bis zur K.O.-Phase auch gut geklappt hat. Also Aberdeen kann kein Prüfstein sein, in der Verfassung jetzt nicht. Und selbst für eine Eintracht, die sich noch nicht zu 100% gefunden hat, muss es möglich sein, da zum Erfolg zu kommen. Ob das dann begeisternd ist, ob das mitreißend sein wird, das sei mal dahingestellt. Aber eins, da können wir sicher sein, das Stadion wird voll sein, die Stimmung wird europäisch sein, es wird wieder ein Festabend. Und die Fans machen gar keinen so großen Unterschied. Ist es Conference League, ist es Europa League, ist es Champions League, sondern es ist immer Europa in diesem Jahr. Also ich sehe die Eintracht da ganz klar im Vorteil und alles andere als ein überzeugender Auftritt würde mich jetzt überraschen. Aha, aber du hast schon gesagt, ne, und du kannst ja auch deine Zeichnung zum Thema Europa hier nochmal auf. Jetzt dass wir wieder drin sind. Hauptsache drin oder die an mit dem. Wie du magst, passt doch fantastisch. Also, ich stell's nach vorne, weil
ich mache ja immer auch diese Adler-Bubble logischerweise, die müssen wir vor dem Spieltag machen, schon zwei, drei Tage vorher sogar, weil es gedruckt wird. Und auch genau unser Ansatz war jetzt, Hauptsache Europa. Also wir haben alle Bock da drauf, immer, das sind Flutlichtabende, das ist einfach eine geile Stimmung, das ist einfach schön, egal gegen wen wir spielen und vor allen Dingen ein Cup, den man holen kann, den hat man noch nicht. Also, der Matze Thoma ist schon ganz heiß drauf, der baut schon eine Vitrine an, Damit das Ding da, also im Museum. Das heißt, ich finde es eigentlich klasse, überhaupt dabei zu sein, europäisch, macht Spaß. Ob das jetzt Gegner sind, die ganz grottenschlecht sind, mal gucken. Ja. Also, grottenschlecht habe ich nicht gesagt. Ja, ich aber gesagt schlecht. Ja, schlecht in der Liga, da wo sie. Also ich bin da ja immer so ein bisschen skeptisch, aber natürlich gehe ich auch davon aus, dass da eine gute Leistung abgerufen wird und das 2-0 ausgeht. Oder? Ja, aber du hast schon eine gewisse Skepsis eben aufblitzen lassen. Ja, und gegen Bochum hätte man auch mehr erwartet. Wie sagt mein Freund Henny Nachtsheim immer, das meistgestochene Tattoo bei der Eintracht, freu dich nicht zu früh. Ja? das ist ja tatsächlich so. Also, wie oft haben wir schon gesagt, oh, hier und so. Ich sag nur gestern Abend, Darmstadt 98, ja. Also 3-0 führen und dann 3-3. So ist der Fußball halt. Und es kann sein, dass Aberdeen da ankommt und plötzlich hauen die einen raus, weil die auch Bock auf Europa haben vielleicht. Ja? Weil die auch sagen, unsere Chance da uns mal zu zeigen, oder? Ich glaube auch ähnlich. Ich gehe von einer guten Abend mit einem guten Ergebnis aus und Sieg und Grundstein gelegt. Als die Conference League eingeführt wurde, ne, vor zwei Jahren, haben wir eigentlich eher gemeckert alle. Ja. Und jetzt sind wir eigentlich ganz froh, dass es die Conference League irgendwie gibt. Auch aus Sicht der Eintracht ist das ja irgendwie ganz nett bei dem Kader, dass man nicht in der Champions League ran muss. Ne? Also. Und es ist ja auch finanziell durchaus lukrativ. Ne? Also es ist jetzt nicht das ganz große Geld verdienen, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Die Eintracht steht ja auch gut im Saft, muss jetzt nicht auf Teufel komm raus das nur unter finanziellen Gesichtspunkten betrachten. Aber wenn du weit kommst, kannst du dort auch, wirst du auch bedacht und kannst Geld verdienen, was du entweder in den Schuldendienst steckst für den Campus, was du in die Mannschaft steckst. Also Möglichkeiten finden sich da auf jeden Fall. Und ich glaube, die Sieger bislang in der Conference League, es war einmal der AS Rom und dann war es West Ham. Also das sind ja jetzt, es kommt ja auch nach der Winterpause, kommen ja aus der Europa League dann auch wieder Clubs runter. Also Ziel muss sein, jetzt gegen Aberdeen überzeugend in die Kampagne zu starten, dann als Gruppenerster solide weiterzukommen und dann nach der Winterpause, wenn dein Geldsäckel sich öffnet und die 95 Millionen in Europa verteilt, dich dann so zu positioniert zu haben, dass du das als Bonus vielleicht mitnehmen kannst. Richtig. Aber nicht das jetzt überhöhen, das macht Dino Topmöller genau richtig. Mhm. Jetzt nicht an Europa, Europa, Europa. Ja, ja. Die Fans sollen es genießen, die Mannschaft soll es genießen. Mhm. Der Abend wird stimmungsvoll, da können wir, glaube ich, von ausgehen. Mhm. Spätsommer, früher Herbst, noch angenehme Temperaturen. Ja, gehört ja auch dazu. Spiele im November, Dezember. Ja. Schwerer Platz. Das kommt dann im November und Dezember. Das spielt dann Aberdeen eher in die Karten, oder? Schwerer Lederball aus England. Okay. Schottland. Du denkst schon ans Rückspiel. Ja, genau. Okay. Ja, aber wir sagen auch einfach mal, Eintracht kann Schottland. Ja? Also okay. West Ham haben wir schon gesagt, auch in die, Glasgow, genau. West Ham, Glasgow. Okay. Und dann haben wir auch schon gesagt, auch diese Partie damals 1979, die wurde in Hin- und Rückspiel ausgetragen. 1:1 im Hinspiel und Holz dann im Rückspiel zum goldenen Treffer. Also das funktioniert erstmal auf dem Papier, aber du hast es schon angedeutet im Prinzip, es ist schon auch wichtig, dass man in dieser Conference League sich jetzt mit einem guten Gesicht zeigt, um dann im Winter auch diese Menschen, die bei Eintracht Frankfurt vielleicht dann auch in der Liga und in den weiteren Pokalspielen auf dem europäischen Markt dann performen müssen, dass du die überhaupt lockst, dass sie sagen, ich habe Lust. Du musst ja auch attraktiv sein. Ja. Und dann kannst du natürlich sagen, wenn wir über ein Leihgeschäft nachdenken oder welche Konstellation auch immer, wenn du ein junger Spieler bist, wir geben dir die Möglichkeit, dich bei Eintracht Frankfurt ins Schaufenster zu stellen. Und wenn ich Oliver Frankenbach am Freitag richtig verstanden habe, wird trotz des vielen Geldes Finanzvorstand bei der Eintracht, es wird jetzt kein Transfer kommen, der diese 25 Millionen Decke übersteigt. Also die werden jetzt nicht auf Teufel komm raus mit dem Geld wie mit dem Salzstreuer durch Europa laufen oder das heißt, durch die halbe Welt. Kommt nicht. Heißt das auch nochmal? Gut. Ist nicht die erste Wahl. Also du wirst Spieler finden müssen, die entweder auf die Chance hoffen, bei der Eintracht sich ins Blickfeld zu rücken, die nach einer Verletzung zurückkehren und den Anschluss wieder schaffen müssen. Und wenn du dann sagst, pass mal auf, wir sind ab Januar, Februar, März international vertreten, ist das eine Trumpfkarte mehr, die Krösche zusätzlich zum Geld und der Reputation spielen kann. Die Eintracht, als sie in der Euroleague war, hat sie gesagt, wir wollen die Euroleague gewinnen. Ja. Als die Eintracht in der Champions League war, haben sie gesagt, wir wollen auf jeden Fall die Gruppenphase überstehen. Mhm. Also zwei sehr, sehr hohe Ziele. Ich habe jetzt noch kein richtiges Ziel gehört, aber würdet ihr sagen... Erstes Spiel gewinnen.
gegen Everton. Würde helfen. Nee, also, aber die Conference also ich League sag, insgesamt. Ich sag, die zu wollen gewinnen? Mehr gewinnen, ist doch klar. Also, wenn du die Euroleague gewinnen willst, dann kannst du auch die Conference League gewinnen. Also, das muss der Anspruch sein, denke ich mal. Also, ich wundere mich sowieso immer über diese. Die meisten Pressevertreter, die ich kenne, erzählen immer diese Geschichte von ins Schaufenster stellen, hier kannst du dich zeigen, das Geld. So ist es wahrscheinlich im Hintergrund. Ich als Fan sage mir erstmal, ey, du spielst bei Eintracht Frankfurt, stehst auf dem Platz, volle Hütte, geile Stimmung, du willst so ein Spiel gewinnen und ziehst mal einen durch und schießt 5 Tore, ja? Und dass man immer dann da denkt, boah, ich mache mal eine gute Performance heute, damit ich nächstes Jahr bei Real Madrid bin oder sowas. Ey, was sind das für Fußballer? Sind die wirklich so? Die Geschichte zeigt doch genau, dein Erlebnis zeigt, wir können doch jetzt die durchgehen, die in den letzten Jahren den Erfolg der Eintracht ausgemacht haben. Wer von denen ist denn noch da? Hasebe. Ja, Rode ist wieder da, nachdem er in Dortmund aufs Abstellgleis gestellt wurde. Trapp. Trapp ist, ja, ja das auch ist, ja, weg. So, ja, ja. Okay. Ja, weg, ja. Aber wenn wir jetzt von der Bissl was haben die Römer uns gemacht, genau? Wenn wir von denen, die Glanz, okay, aber habt ihr natürlich recht, das Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber es ist ja durchaus so, dass Spieler im Eigeninteresse auch handeln. Und ich frage mich auch manchmal, was der Hintergedanke eines Daichi Kamada sein soll. Gut, in Rom werden die Temperaturen ein bisschen besser sein. Die Bezahlung ist ordentlich, mutmaßlich der Cappuccino und die Pasta ist auch fein. Aber ob die Verbesserung da ist, sich zu Lazio Rom zu verabschieden, das erschließt sich mir auf Anhieb jetzt nicht. Dann hätte ich auch mal beim Filip Kostic angerufen oder ich hätte mal den Ante Rebic gefragt, sag mal, wie war denn das so? Oder beim Luka Jovic, sag mal, ihr wart jetzt auch alle in Italien, aber so. Dann ist das Geld wahrscheinlich dann doch immer das ausschlaggebende Argument. Ja, darüber unterhalten wir uns dann tatsächlich, wenn dann die Wechselphase im Winter ansteht. Dann sind wir sehr gespannt, wo die Eintracht bis dahin steht. Michael, jetzt ist aber erstmal ganz wichtig, dass du uns dieses Bild zu Beginn unserer Sendung... Ja, ist es doch immer. Nur ein kleines geworden. Ja, aber ich wollte jetzt mal eine Lanze für die Schiedsrichter brechen, dass einer also mittendrin steht. Und komm, wir stellen es auch hier vorne rein, dann kann Hand, die Kamera... Nein, und hier, wo steht ein Auto und so weiter und so fort, dachte ich mir jetzt. Also die Schiedsrichter haben es echt auch schwer. Vielleicht sind manche dabei... Die mögen das, die wollen gerne im Mittelpunkt stehen. Ich kenne so ein paar regionale Schiedsrichter, wo man das Gefühl hat, die genießen so einen Auftritt. Ja, ich pfeife jetzt mal und jetzt habe ich was gesagt und das wird gemacht. Aber generell, und der Videoassist auch noch dann, der sagt, guck dir es nochmal an, dann gucken sie sich's an. Die ganze Nation oder die ganze Fangemeinde schaut auf diesen Moment. Der muss doch jetzt erkennen, dass das keine Hand war. Also ich finde es ganz schwer und ich muss mal sagen, wir müssen den Schiedsrichter auch ein bisschen Rücken stärken. Mal ab und zu müssen wir mal sagen, Jungs, ihr macht einen guten Job, macht so gut, wie ihr könnt und ja. Habe ich das wirklich gesagt? Ja. Ja, das ist alles ist auch alles kann man rausschneiden, oder? Nee, jetzt nicht mehr. Beim nächsten Auftritt gibt es wieder einen Einspieler. Ja. Aber jetzt noch was, Kamada, jetzt ist es genau. Dann wollen wir mal gucken, unser Publikum hatte ja auch was zu tun. Ja. Ne? Mal gucken, was aus dem Kunstunterricht in der dritten und vierten Klasse hängen geblieben ist. Ja, mach mal hier, okay. Ach, guck mal. Habt ihr auch alle brav eure Namen auf die Rückseite geschrieben? Das ist besser ist es nicht. Nee, keiner will zugeben, von wem was ist. Guck mal hier. Aber schau mal hier. Guck mal, Michael als... Ach, guck mal hier. Ja. Ist deutlich zu erkennen, dass es nicht das OFC ist. Eine schöne Variation, auch rote Krone auf weißem Adler. Sehr schön, kann man mal ein bisschen variieren. Das sieht schon jawohl, so. Guck mal hier. Ja. Da hat einer Langeweile, der hat alles ausgemalt, der hat alles rot gemalt. Das hat Lorenzo gemalt hier aus der Ecke, der war sehr... Lorenzo, super. Ach, guck mal her. Kannst du gerade mal das Loch sehen? Geht's nochmal an. Kannst du deinen Finger von hinten durchstecken oder hast was? Hast du denn das E, hast du das wieder ausgemerzt in der Mitte irgendwie mit aller... okay, ich dachte, da hast irgendeine Aggression. Es war sehr viel Herz mit dabei. So, okay. Als wir über den Elber gesprochen haben. Also, mitten ins Herz. So, was ist das für ein Eintracht-Adler hier? Das weiß ich ja. Was das ist, aber... Geilster Club, ja. Okay, lass mal einfach mal so stehen. Ja, habe ich lange nicht mehr gesehen. Okay, ich weiß es. So ein OFC? Ist auch schön. Das ist... Das passt zu den Eintracht-Finanzzahlen. Der Adler hat sich fett gegessen. Und hat in der Mitte noch Reis. Aber ist der jetzt aufgebläht? Oder? Das ist eher was für Weihnachten dann. Das ist eher so. Aber kann ich jetzt keinen Favoriten ermitteln? Die sind alle saugut. Also ich würde jetzt schwer tun, zu sagen, dass die Talent Number One erkennbar, ja? Super erkennbar. Ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt jede Woche hier. Ja, genau. Wir lassen immer Eintracht Adler zeichnen. Oder OFC-Logo halt mal ab und zu. Ja. Machen eine Ausstellung daraus. So Fan-Jam. Ja. Es ist wie bei der Eintracht. Potenzial ist da. Genau, aber ein bisschen besser geht noch. Ja.
Lilien bei Darmstadt auch vor allen Dingen. Ja, ja. Ja, das ist. Also es gibt viele Versionen, die wir noch basteln können. Wir sind leider schon wieder am Ende. Es ging wieder so schnell heute, mein lieber Freund. Ja, und wir hatten es schon mal eingeblendet. Am Donnerstag 18:45 gibt es natürlich auch wieder die Vollreportage bei HR Info, wo wir dann also das erste Gruppenspiel von der Eintracht gegen Aberdeen zeigen. Du bist im Stadion, ne? Ja, immer. Ich habe leider andere Termine an dem Abend. Schade. Sonst wären wir zusammen mit. Wir freuen uns aber auf jeden Fall. Nächste Woche gibt es natürlich wieder ein Heimspiel hier aus dem Rad. Bis dahin. Tschüss. Und vielen Dank an euch beide. War super. Danke. Ciao. Tschüss.